Seit meiner Geburt war ich dominiert durch die Geschichte meiner Familie. Und meine Großeltern, meine Eltern haben dafür gesorgt, dass mir das bewusst gemacht wird. Und je größer ich wurde, umso mehr habe ich erfahren über die Familie, über die Zusammenhänge unserer Familie. Und das war ja in den anderen ungarndeutschen Familien nicht anders. Und so habe ich Schritt für Schritt immer mehr über das Ungarndeutschtum in der Familie kennengelernt und parallel dazu über die Feste, über die Feierlichkeiten, über die wichtigen Ereignisse, die wichtigen Tage im Jahr, habe ich natürlich auch mit den Bräuchen als Teilnehmerin zu tun gehabt. Ich war ja Teil dieser erlebten Bräuche innerhalb der Familie, sei es Geburt oder Hochzeit oder Ostern oder Schweineschlachten oder Verschiedenes halt. Man hat zusammen gesungen, zusammen gelacht, auch zusammen geweint, wenn es um Trauer ging. Aber das hatte ja alle seine ungarndeutsche Relevanz und eng, war halt eng verbunden mit unseren ungarndeutschen Bräuchen. Und das hat mich quasi von Anfang an begleitet. Die Moderne ist halt automatisch gekommen. Der ist man begegnet, weil es die Anforderung der Zeit war, auch die Herausforderung der Zeit war und auch eine Normalität der Zeit war und ist. Und es war für uns als ungarndeutschen Kindern überhaupt kein Problem. Es war eher selbstverständlich, dass man seine Aufgaben getan hat, seinen Aufgaben nachgekommen ist und das natürlich bestmöglichst tun wollte und immer einen Schritt vorwärts kommen wollte und immer besser werden wollte und natürlich immer neue Dimensionen erlebt hat. Und diese neuen Dimensionen haben schon mit modernen Richtungen zu tun gehabt, historischen, politischen, intellektuellen Entwicklungen des Landes, damit unseres Ungarndeutschtums und ich glaube, wir dürfen nicht ausklammern, auch in Europa, denn es ist ja gerade mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, mit der Wiedervereinigung von Deutschland etwas Markantes geschehen, was durchaus beeinflusst und dominiert, wo wir heute sind, wie wir heute da sind und wie dieses Ungarndeutschtum auch existiert und funktioniert. Und ich glaube, daher ist diese Zweigleisigkeit und Parallelität in meinem ganzen Leben eigentlich wirksam gewesen und wirkt auch heute. Denn in einem Wirtschaftsunternehmen, in der Marktwirtschaft, in einem Produktionsunternehmen, wo, wenn nicht dort, hat man viel mit modernen Tendenzen und Herausforderungen zu tun. Ich bin zutiefst gerührt von dieser Auszeichnung. Denn ich habe mir immer gesagt, ich tue meine Pflicht. In dem Moment, wo man sich zu einer Volksgruppe bekennt, hat man die Pflicht, für diese Volksgruppe zu tun, was man kann. Ich war immer bemüht, das zu tun, was ich kann und das so gut es geht. Und daher kann ich einfach nur wiederholen, ich habe nur meine Pflicht getan, die meine Pflicht war und ist als Ungarndeutsche. Es ist schwer, aus dieser Laufbahn etwas hervorzuheben, weil all das, was geschehen ist, ist natürlich mit dieser Philosophie und mit diesem Glaubensbekenntnis geschehen. Wenn ich es jedoch tun sollte, dann würde ich
an erster Stelle den Erhalt unserer Sprache, unserer Kultur erwähnen. Und dass diese Sprache und diese Kultur die Chance bekommen hat durch Institutionalisierung. Hierbei denke ich an Schulen, an Universitäten, an Forschung, Entwicklung, dass dies in eine europäische Dimension eingebettet wurde. Und dieses Ungarn-Deutsche Bildungszentrum war ja das erste Institut in Ungarn, das in dieser Vielschichtigkeit einerseits als deutsche Auslandsschule, andererseits mit dem Doppelabschluss, dem Abkommen vom 7. Dezember 2000, doch eine europäische Dimension repräsentiert hat. Wenn man das als stolz bezeichnen darf, dann würde ich vielleicht das erwähnen. Aber wissen Sie, das meiste trage ich im Herzen. Meine Identifikation mit unserer Volksgruppe und mit all den Tugenden, die unsere Volksgruppe repräsentiert, das sind Tugenden, die wir weitergeben müssen. Und wenn wir sie so leben, dass es beispielhaft für die Jugend ist, dass die Jugend sagt, ja, ich möchte den Weg gehen, weil es wurde mir gezeigt, damit kann man vorankommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Jeder einzelne Ungarn-Deutsche hat die Verpflichtung, so ein Beispiel zu zeigen für die kommende, für die neue Generation. Wir dürfen nicht vergessen, Deutsch ist kein Auslaufmodell in Ungarn. Denn wir als Ungarn-Deutsche haben eine Sprache, die heute ein Kommunikationsfaktor ist in diesem Europa. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die deutschen Unternehmen in Ungarn, die sind, die heute vom Bruttoinlandsprodukt einen großen Teil repräsentieren. Und wenn wir das betrachten, dann können wir unserer Jugend auch eine Chance geben. Intellektuell, beruflich eine Chance geben und das zusammen mit diesem ganzen Paket, das durch den Geist, das Herz geschnürt wird, dann denke ich, dadurch werden wir für die jungen Leute auch authentisch. Und ich denke, das kann schon eine ordentliche Zukunft aufweisen.